Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Software Inc. So, ja, wir sind ja hier jetzt gerade am Auftrag machen, beziehungsweise es wird jetzt der erste Arbeitstag. Da warten wir mal, bis der Mini Jung kommt. Apropos Mini Jung. Ich muss noch die Gruppen einstellen von der Arbeitszeit her. Obwohl, das passt schon. Ich habe auch überlegt, ich werde mir dann wahrscheinlich später noch so ein paar wenn wir erstmal Mitarbeiter haben, so Schichten einteilen. Dass welche, was ist wichtig, von 8 bis 16 Uhr da sind und nochmal welche von 16 bis 20 Uhr oder so. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Der hat scheinbar von der Bushaltestelle einen etwas langen Weg. Was ist erstmal? Oh, wir müssen entwickeln. Das habe ich ganz jetzt übersehen. Hätte man schon mit dem Codieren anfangen können. Aber das ist ganz gut, dass ich jetzt am Anfang erstmal Design und Programmierung genommen habe, weil jetzt da etwas schneller arbeiten wird. Es geht ja ruckzuck hier, das hat er als ruckizucki gemacht. Der haut schon fleißig in die Tasten. Ich bin jetzt eigentlich schon mit dem kleinen Büro eigentlich schon recht zufrieden. Eigentlich schon einen Server ausgewählt? Ich glaube nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 7 Tage. Aber die Codes müssten jetzt schon ein bisschen schneller werden. Wir bräuchten jetzt auf jeden Fall, glaube ich, noch einen Tag und dann müssen wir uns an die Fehlerbehebung machen. Sehr gut. Das passt und Hochstufen. So, jetzt haben wir noch 4 Tage. Eigentlich noch 5. Zum Entschlüsseln der Fehler. Also noch Fehler rausfinden, etc. Der Boden wird schon langsam ein bisschen dreckig. Aber das ist okay. Fünf, 6 Fehler behoben. Wir können eigentlich in der Zeit nochmal einen neuen Auftrag annehmen. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Dann kann er da noch parallel zu arbeiten. Wenn der erste Auftrag abgearbeitet ist, dann kriegt er jetzt erstmal dann eine Kaffeemaschine dazu. Beziehungsweise, nee, das kriegt er erstmal noch ein bisschen später. Da werden wir erstmal noch den Raum vergrößern. Weil die Kaffeemaschine brauchen wir eigentlich erst wirklich, wenn wir jetzt noch Angestellte haben. Wenn das mit den Fehlern durch ist, dann werden wir das abgeben. Dann werden wir es veröffentlichen. Ein System ist ja Gott sei Dank ganz gut. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich nur erstmal Aufträge annehmen, der die auch bewältigen kann. Na, wo ist er denn? Müsste er kommen, genau.
So, entwickeln. 15 Fehler haben wir schon. Wobei, wir können es jetzt auch parallel laufen lassen bis zum fertigen Release, weil wir kriegen jetzt deswegen auch nicht mehr Geld, obwohl ich will eine gute Bilanz haben. Ich will eine gute Bilanz haben, weil jetzt endet gleich der Monat. Ich will, dass ja nur grün ist. Natürlich, das erste rote ist ganz klar, dass da rot ist. Ja, jetzt ist es schon grün. Jetzt haben wir aus dem Monat einen positiven Monat gemacht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Dass man praktisch immer Plus macht. Immer gewinnen. So. Das Spiel werden wir jetzt erstmal eine Weile wiederholen. Ich werde jetzt auch gleich mal gucken, wie viel kostet denn eigentlich ein Parkplatz? 1500. Könnten wir uns eigentlich leisten. Machen wir auch. Warum geht das hier nicht? Da geht das scheinbar nicht. Wieso auch immer. Was mich dann auch interessieren würde, ob man dann in der zweiten Etage über den Parkplatz drüber bauen kann. Das will ich dann mal ausprobieren. Aber jetzt nicht die Folge, sondern in der späteren Folge. Mal gucken, ob er jetzt mit dem Auto kommt. Er kommt tatsächlich mit dem Auto. Dann ist er auch schneller im Büro. Ach, es geht nicht wegen der... Ich verstehe. Wegen der Bushaltestelle geht's nicht. Stopp. Deswegen geht es nicht, weil hier die Bushaltestelle ist. Dann werden wir es gleich so machen. Dann werden wir nämlich hier hin reinbauen. Wenn wir da eh nicht hinten hinbauen können. Das passt dann schon. Jetzt kann es wieder weitergehen. Wir müssen ja unbedingt mit den Aufträgen fertig werden hier. Entwickeln. So, der kommt gleich wieder. Da haben wir noch 3 Tage übrig. Das ist ganz in Ordnung. Das werden wir schaffen. Wir werden erstmal das pausieren, damit das hier schneller fertig wird. Weil ich will wieder bis zum Ende des Monats releasen. Hochstufen und das wieder aktivieren. Dann kann er nämlich an Fehlern arbeiten, während er programmiert. Schauen wir jetzt mal ganz kurz, wie jetzt der alte alte Auftrag war. Da hatten wir noch 12 Fehler übrig. Aber die Qualitätsprüfung war hervorragend. Sehr, sehr gut. Das werden wir jetzt releasen. Kriegen wir 9000. Muss ich gleich mal gucken. 24 Fehler hatten wir, also haben einen Verlust von 1922 gemacht. Das war jetzt mal gar nicht so gut. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Aber Reingewinn 10.000 ist in Ordnung. Die Statistik steigt. Jetzt machen wir noch diesen einen Auftrag. Und dann werden wir uns auch in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon wieder fast am Ende, einen neuen Arbeiter dazu holen
Und wir werden mal durchputzen, glaube ich. Weil es sieht mittlerweile ein bisschen schmuddelig aus. Den Auftrag werden wir definitiv diesen Monat nicht mehr fertig bekommen. Das ist bloß die Frage, holen wir uns jetzt am Anfang einen Kunsti oder holen wir uns einen Designer oder holen wir uns einen Programmierer? Das ist jetzt die Frage. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt praktisch Programmieren und Design abdecke, könnte ich eigentlich einen Kunsti holen. So, das stufen wir hoch und holen uns gleichzeitig wieder einen Auftrag. Da bräuchten wir zwei Programmierer und zwei Designer. Könnte ein bisschen knifflig werden, vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch das parallel habe. Aber wenn ich das jetzt direkt abschicke, dann könnte ich eigentlich das schaffen. Aber wir machen erstmal wieder Auftrag Uhr. So, sehr gut. Aber ich beende die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.